Abgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Oh, die geschätzten Creator werden von YouTube befragt. Mal sehen, das kann ich schon sehen. Ich weiß nicht, ob das schon zu Dings gehört. Wie alt bist du? Dass das hier, was, danke für die Teilnahme dieser kurzen Umfrage. Ach, das war's schon. Nee. Produkte, Dienste und diese. Im Auftrag von Google, tust du in Google, kann diese, bla bla bla. Daten zu deinem Kanalname, bla, ja, ich mach mal weiter. Willkommen bei der Umfrage. Bei der Beantwortung der folgenden Fragen geht es um deine Erfahrung als Creator. Na, pass auf, Digga. Welche der folgenden Kategorien entspricht am ehesten der Art des Inhalts, den du auf YouTube erstellst, den ich erstelle? Ja, du dir selbst hier und so, ne? Was? Schlips binden, Toilette reparieren? Ne, warte mal. Naja, gut, im Grunde genommen schon, ne? Bup, bup, bup. Technologie wäre halt, kann man hier zwei auswählen? Natürlich nicht, ne? Hier haben wir es schon wieder. Es darf halt nur ein was gemacht werden, ne? Sonst ist das für YouTube 6 Milliarden Dollar Algorithmus, ist das zu kompliziert, ne? Kann man nicht zwei Sachen machen auf YouTube. Also seht ihr, hier müsste ich für jeden Kanal, für jede Sache, die ich mache, eine extra Kanal machen. Und dann immer nur, was heißt mein RMF-Kanal, immer nur die RMF-Videos auf den Kanal, ne? Mordsarbeit bringt mir überhaupt nicht, fang wieder bei Null an und so, und ja, das wollen die. Ja, machen wir das mal, ne? Für welche Plattform stellst du Inhalt wie Videos und Livestream? Ja, noch gar nichts, Digga, ne? Aber YouTube zwingt mich ja dazu. Hier zeigt es mir ja jetzt schon, wo ich anscheinend hinzugehen habe, ne? TikTok. What the fuck, Alter? Oder Insta. Ne? Facebook ist ja auch schon weiter unten. Twitter, oh, Facebook Watch oder, ne? Weil es halt keinen interessiert. Aber hier oben wird es jetzt auch schon. Ich mache jetzt echt mal, dass ich noch nirgendwo anders bin, ne? Ich denke ja, da kann man nichts passieren. Für welche Plattform erstellst du Inhalte wie Videos? Ja, gar keinen, Digga. Aha, ich muss... YouTube, Top-Umfrage, Digga. Ich muss jetzt hier was auswählen. Ich muss jetzt lügen. Bitte geben Sie eine Antwort ein. Achso, nee, hier, keine da genannt. Oh, Entschuldigung. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie du die folgenden Plattformen findest? YouTube. Sehr negativ, Leute. Ich werde mich, glaube ich, hier verpissen, Alter. Welche Aussage entspricht am ehesten deiner Meinung und Wahrnehmung der folgenden Plattform? Äußere mich positiv dazu, ohne Gefahr. Ich weiß nicht genug, was? Welche Aussage entspricht... Äußere mich wieder positiv, äußere mich negativ dazu, wenn mich jemand danach fragt, äußere mich nicht dazu. Ohne Gefahr. Ich weiß nicht genug. Ich auch äußere mich auch negativ, wenn ich nicht gefragt wäre, Leute, weil mich das einfach ankotzt, ja. Ja, das war's. Haten darf man nicht. Doch, jetzt geht's weiter. Inwieweit stimmst du der folgenden Aussage? Ich kann mich darauf verlassen, dass YouTube das Richtige für seine Nutzer... Da stimme ich überhaupt nicht mehr zu, Digga. Also, inwieweit stimmst du der folgenden Aussage zu? Ich sehe meiner Zukunft war hier positiv entstehen. Gar nicht, Digga. Ich glaube, ich gehe auf TikTok, Alter. YouTube ist vorbei, da kann ich, das ist nur noch Fernsehen. Ne, du darfst nur einen Kanal haben wie RTL und da kommt halt nur Trash und da wissen die, aha, da sendet nur Trash, das können wir den Vollidioten schicken und so. Inwieweit stimmst du zu, dass YouTube ein Vertrauen soll? Überhaupt nicht, Digga. Null. Ihr habt mir einen Shadowban gegeben, Alter, und ladet mich dann hier zu einer Umfrage ein. Rotzfrech ist das einfach nur, ne? Inwieweit stimmst du zu, dass YouTube einen positiven Beitrag gar nicht? Null, nur Dünnschiss für ein Fernsehen wird hier noch gebracht. Und Zeug, was der Gesellschaft helfen könnte, wird blockiert und die kriegen einen Shadowban. Inwieweit stimmst du der folgende aus? YouTube ist eine essentielle Plattform für erfolgreiche Creator. Ich glaube nicht mehr dran, Digga. Wie viel Prozent sofern Zugriffen deines persönlichen Gesetzes hast du im Jahr als Content Creator? Null. Krieg ja kein Geld mehr. Bin ja nach meinem Hack, sind ja alle Daten. YouTube ist ja nicht möglich, mein Konto wiederherzustellen, ne? Weiß ich ja, Alter, ich reg mich da gar nicht mehr auf. Wie viel Prozent des gesamten Umsatzes mit Inhalten stammen von folgenden Plattformen? Null. Null. Null.
Inwieweit stimmst du folgenden Aussagen zu? Mehrere Inhaltsformate, kurz- und Langformat, Leitplanken, bringen auf YouTube mehr Spaß. Was ist das jetzt? Also, mehrere Inhaltsformate. Tja. Stimme ich mal ein wenig zu. YouTube hat faire Richtlinien, wie Creator Einnahmen erzielen können. Weiß ich dann nicht. Ich kriege doch nicht mal Geld, Alter. Was soll ich denn das wissen? Faire Richtlinien. Stimme ich gar nicht zu. Mich habt ihr ja blockiert. Ich kriege ja kein Geld. YouTube ist ein guter Ort für Gaming. Okay, da stimme ich ein wenig zu. Ich fühle mich für den Aufwand, den ich investiere, ausreichend gewirkt. Überhaupt nicht. Das tut mich ja nur spannend und blocken. Ermögliche ich mir meine kreativ verschiedenen Inhaltsformen kurz zu lesen? Nein, überhaupt nicht. Ich tue doch nur zensieren, Digga. Und wenn ich hier irgendwie das falsche Wort sage, jetzt kommt ja hier der Maulsperre noch, ne? Müsst ihr mal darauf achten, die großen YouTuber, die machen das alles schon, die piepsen schon alles raus und so, ne? Friede, Heide, Welt und irgendwie, die haben. YouTube schätzt alle seine Creator. Ah, ha, ha. YouTube inspiriert mich bei der Erstellung von Inhalt. Ja, in Zukunft auf TikTok oder was? Weil ich weiß nicht, ob das hier ein Inhalt. Ach, nee, gar nicht. YouTube erleichtert den. Nein, ihr blockiert mich da. Bietet mir die Unterstützung, die ich für mein Wohlbefinden auf der Plattform brauche. Nein. YouTube bietet mir eine wirtschaftliche. Nein. YouTube habe ich potenziell die Größe. Ja, anscheinend ja überhaupt nicht. Behandelt Kreateure fair absolut überhaupt nicht. Bietet mir die Tools und Hand, mit denen ich zu versorgen kann, dass meine Inhalte auf der Plattform entdeckt werden. Was bietet mir die Tools an die Hand? Was für Tools, Alter? Dass ich hier einen Hochladbutton habe? Ne, stimme ich nicht zu. Ich habe da kein Tool von YouTube gekriegt, was mir geholfen hat. Schätzt Diversität seiner Creator. Etwa hinsichtlich Ethnizität und Geschlecht. Ne, stimme ich überhaupt nicht zu. Die Männer und Frauen beschützt er nicht. Das ist ja hier der Agenda-Scheißdreck. Behandelt Creator fair und wieder ihre Kanalgröße. Das stimmt auf gar keinen Fall. Liegt mein Erfolg als Creator? Ja, wahrscheinlich, das ist wie am Shadowban oder was? Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? YouTube macht mir klar, wie erfolgreich ich sein kann. Ja, auf TikTok. Aber nicht auf YouTube. Ja? Also, es kommt noch an, ne? Wenn er jetzt Trash macht und sinnlosen Müll, dann wird er. Na, ich sag nee. Unterstützt neue und aufständige. Ja, genau, mit dem Shadowban. Super. Ich bin zufrieden damit, wie oft YouTube seine Richtlinien erinnert. Das ist mir doch egal, Digga. Bietet mir mehrere Möglichkeiten, nein, gar nicht. Mehrere Formate, oh, warte mal, jetzt steht gar nicht mehr YouTube da, oder? Ach nee, hier. Mehrere Formate, sehe es Kurzform, Langform, Livestream auf YouTube zu verwenden, wirkt sich negativ auf mein Wohlbefinden aus. What? Und da enthalte ich mich mal. YouTube sind Creator im Bereich Studio selbst alleine und sind wichtig. Gar nicht. YouTube kann ich meine Interessen und meine kreativen Zuschauern teilen. Zum Teil. Also das Elektronikzeug kann man ja machen und so, aber sobald man hier irgendwas anderes. Ne, stimme ich nicht zu. Weil ich jetzt Corona-Videos hätte ich in Shadowban schon eher gehabt. Achso, das war's jetzt. Kriegt jetzt. Da jetzt hier euren Scheiß, oder? Geht's nicht? Oh, geht noch weiter hier, Jungs. Scheiße, jetzt vielleicht mal ein bisschen ran, das tut mich mit hier an. YouTube unterstützt neue und ausstehende dabei Geld zu. Hä, das ist doch. Hat man doch gerade. Nee, macht keinen Spaß mehr, der. Ja, vielleicht andere mit ihnen. Nee, auch nicht. Aber mich ja, nein. Ich verstehe, welche Richtlinien von YouTube für mich gelten und wie ich sie einhalten kann. Ja, das weiß ich, Digga. Schönes Maul halten und abschreiben, was alle anderen machen. YouTube hilft mir, eine Gemeinschaft mit dem Publikum aufzunehmen und pflegen. Ne? Macht das Hochladen von Inhalten, die ich schon auf anderen gewusst habe, zu einem Kinderspiel. Pff, nee, toll.
Toll, haben sie eine Hochladebutton. Schätzt meine Erfolge, die kleinen und die großen, gar nicht. Ja. Schätzt alle Gedrehte ungetrachtet. Ne, Sachsen sind benachteiligt. Bietet Kreatoren die Möglichkeit, unabhängig von ihrer Tät in der Sexualität erfolgreich zu sein. Ne, da stimme ich nicht zu. Das, wenn du jetzt, sag ich mal, gegen die aktuelle Narrativ bist, dann kannst du aussehen, wie du willst, schwarz, weiß, gelb, du bist trotzdem gefickt. Hat faire Inhaltsrichtlinien. Nö, das ist Nazi-Scheiße. Nimmt mein Wohlbefinden auf der Plattform ernst. Nein. Ermöglicht es mir, Inhalte ohne Sorge von Zensur zu posten. YouTube hat faire Richtlinien zum Urheberrecht. Nein. Gibt mir das Gefühl, Teil einer Creator-Community. Nein. YouTube bietet mir die Möglichkeit, durch die verschiedenen Inhaltsformate, kurzes Video, mehr Zuschauer zu gewinnen. Shadowbannen nicht mehr. Ist bei der Entfernung von unangemessenen Inhalten unvoreingenommen. Ja, genau der. Bei YouTube kann ich Inhalte ganz leicht in verschiedenen Formaten, bla bla bla. Ja, toll der. Kannst du auf jeder Plattform. YouTube hilft mir, eine Community aufzubauen. Nee. YouTube ist bei der Empfehlung von Inhalten unvorgenommen. Nein, wird nur der Trash geteilt. Bietet Monetarisierung durch verschiedene. Hab ich nicht. YouTube schützt mich vor Mobbing. Hey, ihr mobbt mich doch, Digga. Bietet mir YouTube, die von meinem Wohlfinden. Alter, wie lange geht denn das hier noch? 11 Minuten schon. Welche Art von Inhalt postest du üblicherweise folgendes Video auf deiner Videoplattform? Wähle alle zu. Oh, jetzt ist mal, darf ich mehreres auswählen. Längere Videos, wie das wäre Livestream. Naja, Fotos, Bilder, ja, kann man auch sagen, ne? Auf der Dings ab und zu mal Community. Welche Folgen spielen deine Erfahrung mit YouTube wieder? Traurig auf jeden Fall, nicht mehr Podcast yourself, das ist vorbei. Das ist unsicher, selbstsicher, eigentlich ist mir egal. Also gehen wir mal in Richtung gestresst, entspannt, einsam. Ich bin einsam, Digga. Ich habe nur 100 Leute, die meine Videos sehen, aber. Welche folgenden Emotionen spielen Erfahrung mit YouTube wieder? Angreifbar, unwohl, ängstlich. Wie gut kennst du die Funktion? Aufstrebende. Habe ich noch nie gehört. Ach, jetzt tun sie mich das dann erklären. Ne? Hast du schon ein Partnerprogramm? Nein, kenne ich nicht. Okay, das war eine Lüge, ich kenne es. Welche der folgenden Vorteile können Creator nach Berechtigung auf YouTube im Anspruch? Wähle alle. Wie siehst du mich? Zugang zum Support-Team hier. Ja, Mois, lügen sie noch. Ich war ja auch schon mal mit meinem alten Kanal, war ich ja YouTube-Partner. Oder zumindest hier im Dings drin. Und das gilt erst, da lügen sie hier. Das gilt erst ab 10.000 oder so. Ich weiß nicht. Oder Robert, hau mal in die Kommentare. Wie viele Abonnenten brauchen wir, dass das stimmt? Das ist eine Riesenlüge, die Arschlöcher. Ich habe ja bis heute noch keine Antwort. Wie gut kennst du die folgenden Tools oder Funktionen? Kommentare, eine Funktion, die man eigentlich. Oh, Publikum in der Keller. Ja. Kenn ich sehr gut, aber seid ihr dumm? Premiere, ja. Ich kenne das alles. Community-Ball kenne ich. Das kenne ich schon alles, Digga. Wie würdest du deine Erfahrung mit dem Tool beschreiben, mit denen du jeweils auf der Plattform bzw. Apps in den Kommentaren interagiert und sie moderieren kannst? Twitter? Kenne ich nicht, verwende ich nicht. Eigentlich hat es ja keine Funktion. Ich sag mal eher negativ. Insta habe ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Das ist schon hart, ne? Hast du hier einen YouTuber, der. Also ich mach's wirklich gerne, Digga, und so, aber YouTube tut mir nichts mehr übrig lassen. Zum Kotzen, ne? Wie gut kennst du jetzt Funktion, Interaktion, Moderation von Kommentaren auf deinen YouTube? Moderation, Moderator hinzufügen. Die haben ein Video, ja gut, das ist okay. Potenziell ungemessen zur Überprüfung zurückhalten, mögliche ungemessen. Naja, ist okay.
Linkspann, um zu verhindern, dass Kommentare mit solche. Ja, das kenne ich sehr gut, den Scheiß, Alter. Ne? Ihr durftet ja in meinem Livestream keine Links mehr posten, auch wenn ich alles deaktiviert habe. Ja, kenne ich sehr gut, Digga, aber das war jetzt im Negativen, das kannst du hier wieder nicht ausgeblendet. Also alle Kommentare eigentlich bestimmt nur auf den Kanal ausblenden. Ja, toll. Ich kenne die Funktion von YouTube. Suchfilter. Suchfilter für Kommentare in YouTube Studio. Ja. Gesperrter wird er vorhin. Ja, Digga, toll. Das habe ich, das kennen wir, das haben wir schon mal gelesen. Nutzt du aktuell eine der folgenden Tools-Möglichkeiten, dass wir so Moderatoren hinzufügen? Madame, ja, ich habe einen Moderator. Potenziell ungewiss zur Überprüfung zurückhalten? Nein. Nein. Weiß ich jetzt nicht. Ich sage es mal nein. Ich glaube nicht. Suchfilter von Kommentaren. Ne. Gesperrter würde verhindern, dass. Ne. Oh, jetzt muss er wieder draußen Rasen gemäht. Mit Piepser, Alter! Ah, das ist mir jetzt egal, ich mach das sehr geil, ne? Das guckt ja eh keiner. Wie zufrieden bist du in den folgenden Tools, die dir auf dem YouTube-Kanal einen Moderator hinzufügen? Hey, das hat man doch gerade schon mal. Ja, toll. Habt ihr toll hingekriegt. Eure ganze Zensur und alles, eure. Das habt ihr gut hingekriegt. Welche Gründe beschreiben am besten, welchen YouTube auf deinem Gründen nicht nutzt? Wähle zutreffende Antworten aus. Links sperren und so finden, ich möchte nicht meine Zuschauer. Genau. Also die wollen jetzt hier, dass ich selber dann jetzt drauf komme, hey, das ist doch cool, hier die Links zu sperren, ne? So eine faschistische Propaganda, Alter, what the fuck? Die Welt stimmt sind folgende Aussagen zu den Kommentarfunktionen. Bieten mir die nötigen Tools, um den Umgangston in den Kommentaren auf meinen Kanal, meiner Seite beeinflussen und zu moderieren. Ne? Also hier wird jetzt den YouTubern gesagt, hey, wir zensieren ja nicht und so, aber lass mal zensieren, Digga. What the fuck? Bieten mir die mir um die. Ja, auf jeden Fall, man kann ja Nazi spielen auf YouTube. Schützen mich vor Belästigung und Mobbing? Nein. Wirken sich positiv auf mich? Nein, absolut gar nicht, Digga. Bieten mir die nötigen Tools zum effizienten Content? Nein. Manche werden gar nicht angezeigt. Ist die Mühe wert, die ich aufwende? Tja, Jungs. So traurig, aber es ist es nicht mehr wert, Digga. Weil, ne, was soll ich jetzt 100 Mal in GMF noch zeigen? Ihr wisst ja, wenn muss ich es ja für die Leute machen, die es nicht wissen. Und, ja, mit dem Shadowban. Ich sehe regelmäßig Ungangwissen auf meinem Kanal, auf meiner Seite. Ja, stimme ich zu, Digga. Ich sehe nur noch Schwimmkommentare. Jupp. Sind für mich als Creator wichtig. Die Kommentarfunktion. Ja, gut, die ist schon wichtig, ne? Ermöglicht es den Zuschauern nützliches Feedback? Genau, das ist ja das Sinnvolle. Ne? Wird aber nicht mehr, kommt da wieder mit seinen Rasen mehr. Ne? Von wo aus interagierst oder moderierst du Kommentar am häufigsten auf deinen YouTube-Kanal? Kommentare am häufigsten, ja, ich würde sagen mit dem Handy. Also bei mir ist 55 Handy und PC, aber sag's einfach mal. Wie vertraut bist du mit Creator Music auf? Kenne ich sehr gut, habe ich ja schon mehrfach verwendet. Das ist ein gutes Tool. Wie vertraut bist du mit den folgenden Diensten, die Creator Zugriff auf lizenzierte? Ja, ist top. Was? Ja, ist eure Musik ist top, Digga. Aber es geht ja nicht um Musik auf YouTube, sondern um eure Zensur, Shadowbands und etc. Ja, ich glaube, was weiß ich, steht doch gar nicht mehr da, ob lizenziert ist in der YouTube-Musik-Ding. Woher soll ich denn das wissen? So ein Hirnfick. Wie zufrieden bist du mit den folgenden Diensten? Ja, alles top zufrieden, Digga. Das passt. Das ist eh in der wenigen Sachen, die Audio, da muss man wirklich sagen, das ist okay. Ne, man kann da einfach Mucke runterladen. Ne. Inwieweit stimmt es Aussagen zu Creator Music zu? Stärkt die Zuschauer? Weiß ich nicht. Lohnt die Investition? Was ist für eine Investition? Hä?
Kostet das jetzt Geld, die Dings oder was? Das war früher kostenlos. Aber mich mit Musik zu verwenden, ohne Beschwerden wegen Ohren. Ach, wenn du die Musik dann kassiert, YouTube bei die ganze Kohle von deinem Video oder was? So müssen wir zu verwenden ohne. Ja, das geht. Außerdem, damit ich das Beste aus dem Produkt. Nö. Hat eine, also beim RMF jetzt, nö, da ist TikTok besser. Hat eine umfangreiche Musikmelodie, die meinen Bedürfnissen gerecht wird. Ja, geht. Das haut hin. Ich verstehe, wie ich die Musik. Alter! What the fuck? Nee, ich weiß nicht, wie ich da draufklick und Enter klick. Hilft mir die passende Musik für meinen. Was? Hilft mir die passende Musik zu finden? Naja, ein bisschen. Macht meine Videos einzig. Ach nee, deine. Erleichterte Suche nach dem. Jo, das stimmt. Ermöglicht es mir, auf persönlicher Ebene mit den Zuschauern zu kommunizieren. Hä? Bei Creator Music? Nö, keine Ahnung. Spart Zeit bei der Beschaffung Musik. Das stimmt auf jeden Fall. Du kannst ja gar keine andere Musik mehr nehmen. Du hast das sofort gesperrt. In verschiedenen Folgen aussehen zu Lick D. Lick D. Ich weiß gar nicht, was das ist, Digga. Keine Ahnung. Lohnt sich die. Was ist denn das? Ja, ich google da, jetzt sollen sie hinschreiben, was ist. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Da stimme ich nirgends zu, wenn ich nicht weiß, was es ist. Keine Ahnung. Das ist schon hart, ne? Gut, ich hänge auch nicht mehr jeden Tag auf YouTube, aber weiß jemand, was es ist, halt meine Kommentare. Dass ihr das Video überhaupt noch jemand sieht, oder? Hast du von folgenden. Was? Initiativen gehört? Hä? Creator, ne, hab ich nicht gehört. Erweiterin des YouTubes, ne. Woman, um Gottes Willen. Marketing, Fun, ne, kenn ich. Berechtigung, Creator-mäßig bietet Creator noch mehr wichtig, dass sie jetzt eine größere Auswahl. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das ist nicht das Music, was ich habe im Dings. Try a Turn, dieses Jahr zeigt Regeln und globale Trends. Kenne ich nicht. Rotz. Fast geschaffen, beantworte noch ein paar Fragen. Spielt das eine Rolle? Bitte lese. Was? Lest dir jedes Aussagenpaar durch und gib an, welche Aussagen du mehr zustimmst, wenn. Du deiner Aussagen viel mehr zu stimmen, wie ich halt aus dieser Aussage am nächsten ist. Und die Aussagen gleichermaßen zu stimmen oder nicht zustimmen, wähle von der mittleren Fläche diejenige aus, die der Aussage mehr zu bla bla. Ich betrachte mich selbst als Fan von vielen Creatoren, Künstlern, denen ich auf der WIT-Plattform folge. Na, sind nicht mehr viele, Digga. Na, es ist eher, dass ich YouTube bald verlasse, Digga. Ich verbringe so viel Zeit wie möglich außerhalb meines. Was? Ich verbringe so viel Zeit wie möglich außerhalb meines Zuhauses. Ich verbringe viel Zeit in meinem Zuhause. Okay. Ich bin aktiv im Kommentarbereich. Von Videos, die ich mir anschaue und möchte mich immer an der, das stimme ich auf jeden Fall zu, also schreib eigentlich fast immer einen Kommentar. Oh, alleine wenn es nur von Algorithmus ist. Ich habe keine Freunde, die hauptsächlich online kennen, mit denen ich ja, müsste mal hier, also gehe ich sogar hier, also ich habe gute Freunde kennengelernt über Online-Kacke hier. Ich sehe mir am liebsten Videos von Freunden, Familienmitgliedern, die ich persönlich kenne. Nö, das ist mir egal. Ich betrachte mich als Konsument von Kurzvideos und würde niemals in den Betracht ziehen, selbst eins zu erstellen. Ich liebe es, Trends zu folgen und nö. Wenn muss man ja mitmachen, wisst ihr? Wenn du jetzt den Trend nicht mitmachst, dann bist du halt komplett weg. Aber gut, ich bin ja jetzt Segelschädelband von heute. Wir möchten etwas mehr über deine Gedanken und Überzeugungen in Bezug auf deine Aktivität als Creator von Kurzvideos erfahren. Oh Gott, Alter!
Ich halte meine Videoende für besser als die der anderen Kreator. What? Ich glaube, andere Kreator veröffentlichen bessere Inhalte als ich. Definitiv. Online-Video-Plattformen wie YouTube, Instagram und so sind ihren Nutzern besonders wichtig. Ach, hier wird jetzt Instagram mit reingenommen, dass sie dann sagen können, ja, wir sind nicht gegen YouTube, sondern die haben bestimmt Instagram gemeint, ne? Wir haben zwei und so weiter, sind alle gemeint, ne? Wie YouTube, ne? Ich erstelle normalerweise Videos, die sehr kompliziert sind. Machen wir. So, eigentlich ziemlich, na gut, ich weiß es nicht. Also ich denke das so, ne? Die meisten Zuschauer werden sagen, alles Quantenphysik. Wann immer möglich, würde ich lieber Videos erstellen, in denen meine Freunde, Familie, ne, schon gar nicht, ne? Na gut, Freunde, okay, das aber nicht Familie, das hat ja wirklich nicht so. Ich habe das Gefühl, dass meine Videos eine faire Chance haben, ja, ich finde, das Erstellen von Videos Spaß macht. Ich finde den Prozess zum Erstellen von Videos frustrierend. Nee, da wird es doch nicht machen, ja. Puh, wie lange geht das jetzt noch, ey? 26 Minuten. Vielen Dank für den Namen. Das waren Fragen für heute. Können wir morgen noch welche oder was? Wenn ich jetzt so weiterklicke, was ist denn? Explodiert das Raumzeitkontinuum. Nö, das war's. Gut, was vielen Dank für die Teilnahme an dieser Studie. Dies sind alle Fragen, die wir heute für Sie haben. Was? Okay, na, haben wir eine kleine Umfrage gemacht. Hashtag Shadowball. Tschüss.